2017 schnappte sich der BVB mit Jadon Sancho das größte Talent von Manchester City. Nun könnte es 2,5 Jahre später zu einer Revanche kommen. Laut Informationen der Bild sollen sich die Citizens um BVB-Talent Namdi Collins bemühen. Der 16-Jährige ist in der B-Jugend des BVB der Abwehrchef. Er stand bislang in allen 20 Saisonspielen auf dem Platz und erzielte 4 Tore. Außerdem führt der Rechtsfuß die deutsche U16-Auswahl als Kapitän an. Dem Bericht zufolge soll City den Innenverteidiger mit 2 Millionen Euro Handgeld auf die Insel locken wollen. Der BVB will das Eigengewächs allerdings nicht ziehen lassen und Collins mit einem Fördervertrag ausstatten. Jadon Sancho hat in dieser Saison schon 29 Torbeteiligungen auf dem Konto. Klar, dass längst die Top-Teams Europas auf Sancho scharf sind. Obwohl der Teenager keine Ausstiegsklausel in seinem bis 2022 laufenden Vertrag beim BVB hat, gilt es als möglich, dass Sancho die Borussia am Saisonende verlässt. Bislang buhlten vor allem die Premier League-Clubs Chelsea, Manchester United und Liverpool um Sancho, doch nun steigt offenbar auch Paris Saint-Germain in den Poker ein. Laut dem englischen Mirror soll Sancho kommen, falls Neymar im Sommer seinen Abgang plant. Für diesen Fall sollen die Franzosen bereit sein, 140 Millionen Euro für Sancho zu bezahlen. Mittelstürmer Daniel Sturridge hat seinen Vertrag beim türkischen Club Trabzonspor einvernehmlich beendet. Das gab der Club überraschend bekannt. Der Engländer besaß eigentlich noch einen gültigen Vertrag bis 2021.